Da hat auch gerade jemand nach der Band gefragt. Das ist ja, ich komme mir total blöd vor mit dieser Band, weil wir ungefähr nur 3 oder 4 Mal geübt haben und es ist so ein Riesending. Aber ich habe das Keyboard dabei. Wir wollen weiter üben. Zumindest Clara, schon mal weiter üben. Ja, ich bin am Klavier und Sid an der Mundharmonika und Clara ist eigentlich die Sängerin. Mhm. Aber wir sind bei Piano Man, das ist das Lied, was wir versuchen zu spielen, noch nie so weit gekommen, dass die Stimme überhaupt einsteigt. Ah, okay. Clara durfte noch nie ihr Talent zeigen. Und unser Ziel ist, dass wir jetzt mindestens mal so weit kommen. Das war unser Zeitvertreib bei der Europameisterschaft, den wir nicht... Okay. Das war dann wie so eine Pflicht, wir wollten gar nicht mehr. Heute Abend wird Bandprobe gemacht. Heute Abend ist Bandprobe. Nee, da haben wir doch lieber dann was anderes gemacht. Wir sitzen dran, wir machen. Lieblingsfach bei euch? Kunst. Kunst. Das war halt einfach, man konnte sich einfach hinsetzen. Oh, du konntest essen und trinken. Also das war's bei dir. Kunst konntet ihr das, essen und trinken? Echt? Ja. Was für eine Schule? Echt? Bayern? Nein, nee, du Hamburg. Bist woanders her, sehr streng. Ne? Also ja, Hamburg habe ich ja mein Abi gemacht, aber hier, ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Ah, Kassel. Kassel. Eigentlich dachte ich hätte es mal erwähnt. Vor mir? Ja. Scheiße. Naja, macht nichts. Ich komme aus Kassel. Okay, Caroline. Oh. Hör auf damit. Lass das. Was haben wir noch? Darf man euch duzen? Nein. Frau Freige. Ich finde das ganz komisch, wenn ich gesiezt werde. Ja, ich fühle mich nicht wie eine Sie. Wie eine also, Sie? Also, doch. Ich fühle mich nicht wie eine Frau, wie eine Dame. Das hat sich jetzt falsch angehört. Ja, man fühlt sich alt, wenn man gesiezt wird. Mein Gedächtnis ist wirklich ein Sieb. Und eben hat jemand gefragt, warum ich immer so ernst gucke auf den Autogrammkarten. Die einfache Erklärung ist, ich mag mein Lachen nicht. Echt nicht? Ich finde, da sieht man so viel Zahnfleisch. Ehrlich? Ja, und deswegen gucke ich immer, ich finde immer ernst sehe ich viel cooler aus, also cooler. Ernst sehe ich besser aus, als wenn ich lache, auch wenn Lachen viel sympathischer ist. Okay. Aber ich mag mein Lachen nicht, ich finde, ich sehe aus wie so ein Hamster. Aber das ist hey, das ist nur meine Sache. Damit beantworte ich einfach nur die Frage. Wer ist sie in der Mitte? Sie? Laura Freigang ist das. It's just nobody. Dein Lachen ist super schön. Hier. Da hat so jemand gesagt. Hahaha. Ja, okay, vielleicht fange ich an, mehr zu lachen. Wie geht's Julie? Updates gut, oder? Ja, Julie geht's gut. Rea läuft gut. Ich, auch übrigens eine Frage, die richtig, richtig oft bei mir kommt. Also alle interessieren sich für Julie. Julie ist cool. Ja, sehr cool. Und es läuft wirklich gut. Also schon langsam ein bisschen wieder am Laufen und ja. Ich fand dieses Video so lustig, wo... So, ein Update-Video von Julie. Sie läuft endlich wieder. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann siehst du im Hintergrund einfach Maxi und Linda flexen so ihren Bizeps in die Kamera und so. Das habe ich im ersten Blick, also ersten Mal gar nicht gesehen, war so typisch. Es geht gerade nicht um euren Bizeps, es geht um Julie. Und ihren ganz wichtigen ersten Schritt zurück auf den Fußballplatz. Und dann ich habe es auch erst beim nächsten Mal dann gesehen. Anscheinend dachten sie, es wäre ein Foto. Ja, aber ja wahrscheinlich. Das ist halt auch die Wahrheit. Wer ist die Frau ganz links im Bild? Stehen wir uns gegenseitig vor. Caro Simon, Nationalspielerin, Streaming-Heldin. Simonlein. Ja, was sagst du zu eurer Champions-League-Auslosung eigentlich? Voll cool. Mit Bayern? Ja, geiles Spiel. Ich habe einfach nur nicht auf Wolfsburg gehofft. Mhm. Nicht, also... Kurz Zwischeninfo, sie spielen gegen Arsenal. Ah, wir spielen gegen Arsenal. Gut, dass du es nochmal aufgreifst. Ja, weil wir super oft, also gegen Wolfsburg halt einfach spielen und dann wäre das eine Woche gewesen, wo wir dreimal gegen die... Ja, es ist ja nicht so was Cooles wie Ausland. Ja, und deswegen Arsenal jetzt ist geil. Arsenal schon cool. Ich trinke jetzt wirklich aus dieser riesigen Flasche, ich mach's jetzt. Ja, okay. Ja. Ich bin kurz raus. Ja, aber also, das ist auch ein cooles Los. Ich freue mich auch echt auf das Spiel zum Gucken. Zum Zugucken. Von zu Hause. Du kannst auch ins Stadion kommen, wenn du willst. Wembley dann wieder. Bin ich offiziell eingeladen, echt? Ja, ich habe jetzt hiermit die Einladung ausgesprochen. Oh, wow, wann ist denn das? Ich müsste das eigentlich wissen und du noch mehr. Ja, ich weiß sowas gar nicht. Ich bin super schlecht mit wann spielen wir gegen wen und... Ja, aber ich auch. Oh, da bin ich echt katastrophal. Aber man muss sich auch nicht unnötig stressen. Ja, aber auf jeden Fall, wir spielen in der Allianz Arena. Mhm. So viel kann ich schon mal sagen. Auf der Insta-Seite wurde das auch veröffentlicht, also wer Karten 21. möchte... 21. März. Ah ja, super. Top, vielleicht kann ich da ja. Mhm. Komm ich rum, ist ein kleines Stück. Aber ist geil, also auch Allianz Arena macht Spaß. Wart ihr mal drin, ne? Ich war schon mal in Allianz. Aber es ist lange her. Deswegen wäre mal wieder Zeit. Ich war jetzt gegen Barcelona. Ah. Champions League. Ja, ist schon cool. Also ist ich mag die. Viele sind ja auch so ein bisschen am Haten, ne, gegen die Allianz Arena, aber ich finde sie cool. Also, weil sie halt auch so ultramodern, ne? Voll. Und mein Gott.
Also warum sollst du auch, wenn du das Ding, was weiß ich, 2005 oder keine Ahnung wann baust, warum sollst du es dann halt nicht nach dem aktuellsten Standard bauen? Ist also halt, ist halt das Bayern-Stadion. Ja, ja. Ja, genau. Ja, aber das ist, nein, aber das ist es halt. Das ist das, man muss ja, ja ehrlich sagen, es ist das Bayern-Stadion, deswegen. Ja, ja, ich glaube, sonst würde das auch nicht so. Weil an sich ist es cool, wenn du überlegst, dass ja auch andere Sportevents reinverlegt werden, heißt ja eigentlich schon was. Nee, so. Also vom Look her und so ist es schon. Ja, ich finde es auch. Und cool. Ich finde auch von innen, also ich finde innen macht immer am meisten aus. Mhm. Und wenn du danach im Spielfeld bist und die Stimmung kommt gut rüber eigentlich. Ja, ich finde es auch geil. Wird der Stream gespeichert, das kannst du sagen. Lädst du ihn danach hoch oder wie also, machst du es? Ich muss auf jeden Fall nochmal die Freigabe reinholen, ob ich das machen darf. Aber ich kümmere mich darum, dass der Stream nochmal hochgeladen wird, dann kann man sich das nochmal daheim anschauen. Ja, genau, macht hier nochmal ein bisschen Werbung, nochmal alle ein Follow da lassen. Sind wir gleich durch, oder was? Wie sieht's aus? Also von der Zeit her, ja. Ach so. Ich würde euch aber niemals rausschmeißen, so ist es nicht. Ach so. Nein, hast du denn hier noch was? Das klang so abschließend hier gerade. Deswegen, ich wollte auch gerade sagen, alles klar, wir gehen ja schon. Nein, auf keinen Fall. Er hat so gemacht, also. Ja. Ja, gut. Aber das würde mich interessieren, welche Kinderserien mochtet ihr am meisten? Super viele. Aber letztes Mal wieder habe ich irgendwo einen kurzen Videoausschnitt-Folge, was ist das denn? Kurzen Ausschnitt gesehen, wo die hinten in so einen Van einfach einen Whirlpool reingebaut haben, was ja gar keinen Sinn macht, weil wenn du einmal bremst, ist das ganze Wasser vorne. Oh ja, und da habe ich mir gedacht, wie echt war das? Mhm. Aber die haben schon krasse Autos da gemacht, ne? Ja, die haben so verrückte Sachen gemacht. Das war, ich dachte, ich habe auch irgendwann mal so ein Auto, aber ich glaube... Aber immer so vier, du weißt, die sind dann so, und hier sind deine acht Flachbildschirme. Ja, genau. Das, anstatt einen, ne, waren es dann halt acht. Aber überleg mal, wenn du da mit so einem Auto, also zumindest bei mir jetzt durch große Ritte durchs Dorf, pink und dann keine Ahnung, was so diese Prollo-Dinger. Ja, ja, ja. Es war schon übel. Das geht nur so in Amerika. Halb Gag und halb. Ja. Aber war cool. Stimmt. Fand ich auch ganz nice. Oh, Lieblingsserie zur Zeit. Schau dir viel Serien? Ja. Ja, ich schau viel Serien eigentlich. Du auch? Nicht so. Echt nicht? Boah, ich dachte, du wärst voll so auf Serien und so aus. Nee, gar nicht. Aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ich so oft so einen Moment habe, wo ich mir denke, so jetzt lege ich mich hin und gucke eine Serie. Ich habe das immer abends eigentlich. Also vorm Einschlafen mache ich es auch immer. Ja. Nee, ich habe keinen richtigen Fernseher und ich habe auch keinen Fernseher im Schlafzimmer. Ich habe einen Beamer. Mhm. Und den mache ich mehr so für Sport-Events an. Und sonst, ich habe halt früher habe ich so Modern Family geguckt und The Office. Mhm. Oh, das ist so eine underrated Serie. Ja, ja. Aber... Ich bin nicht so eine, die bei Drama so gepackt wird. Okay. Ich gucke mir dann eher so zum Beispiel Breakpoint an, die Tennis-Doku dann. Ah, ja. Also so Sachen finde ich interessant, aber nicht so klassische Serien irgendwie. Hm. Was guckst du denn? Alles kreuz und quer. Top 3 Serien? All Time? All Time? Prison Break? Das habe ich vom Abi geguckt. Game of Thrones? Ja. Boah, das habe ich auch geguckt. Ich bin noch Game voll of bei Thrones dir. Fand ich krass. Das finde ich gut. Und boah, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich würde fast sagen Vikings. Ich würde Breaking Bad noch dazu nehmen. Na, das hat mich zum Beispiel nicht so abgeholt. Irgendwie was? Nicht. Und das feiert ja echt jeder. Ja. Aber das war nicht so meins. Und ich bin, ich kann auch nicht so unheimliche Sachen gucken. Ich bin da richtiger Schisser. Also es waren ja so, gerade auf Netflix kommen jetzt so... immer diese True Crime, gucke ich alles. Ah, nee, das mag ich nicht. Wobei, beziehungsweise ich höre es zum Einschlafen. Nee, da habe ich Angst. Da bin ich so... Vielleicht bin ich eher Psychopath. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber das ist so interessant genug, dass ich... mein Gehirn ausschalte so, weißt du, weil ich höre zu, aber es ist nicht interessant genug, dass ich nicht einschlafen kann. Es ist irgendwo dazwischen, aber es ist mehr so, es ist nicht so und dann kam er rein und er stach sie, sondern es ist so die Gerichtsverfahren, weißt du, das Juristische dahinter. Ja. Wir werden angeklopft. Wir werden angeklopft. Ich denke, wir sollen aufhören. Ja, wir kriegen Leider. Aber war auf jeden Fall richtig cool. Ja, ich find's auch entspannt. Danke, dass ihr am Start wart. Danke an alle Zuschauer. War auf jeden Fall ein richtig... Die Zuschauer gehen auch ins Bett jetzt langsam. Krass, Stunde 30 machst du schon. Ja, die Zeit geht überall rum, ne? Ja, auch beim Streamen. Das finde ich auch immer erschreckend teilweise. So Lieblings-True-Crime-Podcast, das haue ich noch schnell raus. Zeitverbrechen und Mordlos. Ach, Zeitverbrechen, ja. Guck! Ja, stimmt. Ich habe sogar, hab sogar das Magazin oder die Zeitschrift, da habe ich ein Abo von. Und finde ich sehr geil. Ja, ich lese gerne Zeitschriften. Die machen gute Sachen. Mord of X höre ich auch manchmal, ja, das kam auch gerade vor. Mittlerweile höre ich echt fast alles. Wie rappen wir das jetzt hier ab? Verschwinden wir einfach? Ihr zieht einfach durch. Du machst noch ein bisschen weiter. Ich mache da noch ein bisschen weiter. Freunde, vielen Dank. War schön mit euch. Ja, hat Spaß gemacht. War echt richtig cool. Vielleicht
Gibt's gerne auch ein Remake irgendwann. Mhm. Ja, sag Bescheid. Sehr gerne. Simon Lein und Laura stehen so. Cool, danke. Haut rein, Leute. Danke euch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.